Ja, herzlich willkommen bei der CDU-CSU. Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Klausurtagung, die traditionell zweitägig vor der ersten Haushaltswoche im September stattfindet. Üblicherweise reden wir ganz intensiv über Haushaltspolitik. Das wird auch dieses Mal der Fall sein. Der Schwerpunkt der Klausurtagung wird aber auf dem Thema Flüchtlingsthematik liegen, Flüchtlingsherausforderungen. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir den jordanischen Außenminister zu Gast haben können. Ein profunder Kenner der Situation im Mittleren und Nahen Osten. Im Übrigen der Außenminister eines Landes, der zahlreiche Flüchtlinge, insbesondere aus Syrien, aufgenommen hat. Und der auch aus einer Region kommt, wo der Terror der IS ja bekannt ist. Und über all das wollen wir mit ihm reden. Nicht zuletzt deshalb, weil die heutigen Fluchtursachen auch das Ergebnis ungelöster außenpolitischer Fragen der Vergangenheit sind. Und deswegen freuen wir uns auf den Besuch des jordanischen Außenministers. Zu Gast wird ebenfalls sein der Bundesinnenminister, der ja auch schon bei der Sitzung des Innenausschusses Stellung genommen hat zur Flüchtlingsproblematik. Wir wollen mit ihm die einzelnen Maßnahmen besprechen, die erforderlich sind. Aus meiner Sicht wird eine Botschaft von dieser Klausurtagung zu diesem Punkt ausgehen können. Wir wollen diese positive Willkommenskultur in Deutschland erhalten. Wir finden es gut, wie Flüchtlinge, die unsere Hilfe brauchen, in Deutschland aufgenommen werden. Auf der anderen Seite gehört es auch dazu, denjenigen, die in Deutschland keine Bleibeperspektive haben, denen auch zu verdeutlichen, dass sie in ihre Heimat zurückkehren müssen. Das ist sozusagen die zweite Seite einer Medaille, die unser Asylrecht im Grundgesetz ja auch beinhaltet. Letztlich gehört zu dem Thema auch die Frage, was macht Europa? Für mich ist aktuell noch kein schlüssiges Konzept auf europäischer Ebene, insbesondere durch die Europäische Kommission, erkennbar, die der Problematik der Situation gerecht wird. Der Zustrom der Flüchtlinge erreicht letztlich Europa und nicht nur Deutschland. Und deswegen ist es richtig, dass der Bundesinnenminister auch darauf drängt, dass wir eine europäische Antwort geben zu diesem Punkt. Solidarität in Europa kann sich nicht in Rettungspaketen erschöpfen, sondern wenn man gemeinsame Herausforderungen hat und der Zustrom von Flüchtlingen, die unsere Hilfe brauchen in Europa, ist dann letztlich auch eine europäische Herausforderung und nicht nur eine deutsche. Und deswegen ist es richtig und auch notwendig, auf europäischer Ebene entsprechende Antworten abzufordern. Das macht der Bundesinnenminister. Wir wollen ihn als Fraktion dabei unterstützen, wie wir ihn insgesamt bei dieser schwierigen Aufgabe unterstützen wollen. Wir wollen auch Kompetenz nachweisen bei der Lösung dieses Problems, das allumfassend ist, das sehr groß ist und deswegen all unsere Kraft braucht. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir Lösungen dann in kürzester Zeit auch anbieten können. Wir wollen vor dem Hintergrund dieser Thematik andere Themen nicht vernachlässigen. Es geht um das Thema innere Sicherheit und letztlich auch im Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik die Frage der Bekämpfung islamistischen Terrors. Auch hier wollen wir Antworten geben. Wir werden uns heute dann auch noch mit dem mit Rainer Wendt auseinandersetzen, der von der Deutschen Polizeigewerkschaft heute unser Gast sein wird. Auch hier wollen wir darüber diskutieren, wie effizient gerade die Gefahr des Islamismus in Deutschland und der Terrorgefahr zu begegnen ist. Und letztlich auch unter dem Stichwort Sicherheit wollen wir dann morgen das Thema Lebensmittelsicherheit diskutieren. Verbraucherschutz im agrarpolitischen Bereich. Große Herausforderungen warten auch da auf uns. Wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft aus? Wie können wir Lebensmittelsicherheit garantieren? All das wird morgen Thema sein. Dazu haben wir den Präsidenten der Verbraucherschutzzentrale zu Gast. Und die Kollegin Konnemann und unser Bundeslandwirtschaftsminister werden dazu auch ihren Beitrag leisten. Ja, und dann abschließend kommt dann der Bundesfinanzminister mit dem Bundeshaushalt. Wir sind sehr zuversichtlich, dass trotz der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, der Kern unserer
Haushaltspolitik, nämlich solide zu wirtschaften und keine neuen Schulden mehr zu machen, letztlich trotz dieser Herausforderungen umsetzbar ist. Auch darüber werden wir uns intensiv unterhalten und freuen uns, dass der Bundesfinanzminister dazu zur Verfügung steht. Ja, ich darf vielleicht nur ganz kurz ergänzen. Es ist sicherlich auch wichtig, die Bekämpfung der Schlepperorganisationen und bei den Flüchtlingen, denn diese Schlepperkriminalität, insbesondere auch mit den schlimmen Auswirkungen auch für Asylsuchende und für Flüchtlinge. Und wir sind alle noch tief betroffen, auch von den Ereignissen, die dann in Österreich festzustellen waren mit vielen Toten. Das zeigt die Brutalität dieser Schleuserorganisationen und Schlepperorganisationen, dass dem hier auch Einhalt geboten wird und hier eine massive auch Bekämpfung auch stattfindet. Bayern hat hier besonders jetzt dies auch in den Mittelpunkt gestellt als Bundesland und als Aufgabe. Aber genauso geht es darum, Flüchtlinge und Asylsuchende, die kein Bleiberecht haben, werden auch sehr schnell und effektiv wieder in ihr Heimatland auch zurückzuführen. Allein wirtschaftliche Gründe können kein Grund sein, hier in Deutschland Aufnahme zu finden. Und dies müssen wir auch wiederum verdeutlichen, auch in der Öffentlichkeit, bei allen Notlagen, die vielleicht bei den einzelnen Menschen sind. Hier gilt es, auch auf der europäischen Ebene, insbesondere wenn wir den Westbalkan betrachten, Lösungen vor Ort zu finden, bessere wirtschaftliche Bedingungen in diesen Ländern auch zu schaffen. Und wir mahnen an, dass es verstärkte Investitionen auch unter europäischer Verantwortung in diesen Ländern auch mitgibt. Sie wollen ja auch Beitrittskandidaten werden und das bedeutet letztendlich auch Vorbereitung und verstärkte wirtschaftliche Aktivität, um die Menschen in die Lage zu versetzen, in ihren eigenen Heimatländern auch die entsprechende Erwerbsgrundlage und die Zukunftschancen auch mitzuhaben. Das ist sicherlich mit ein wichtiger Punkt, den wir auch vorantreiben und voranbringen wollen. Und das Zweite, Kollege Michael Grosse-Prömer hat darauf hingewiesen, das Markenzeichen der Union ist letztendlich eine solide Haushaltspolitik. Hier steht ja die CSU in besonderer Verantwortung, das ja als Markenzeichen hier insgesamt in die Politik eingebracht zu haben. Wenn ich nur daran erinnern darf, vor 11 Jahren der erste ausgeglichene Haushalt im Freistaat Bayern und das sozusagen ein Markenzeichen für die Union dann insgesamt geworden ist. Wir sind stolz darauf. Innerhalb der ersten Hälfte der Legislaturperiode das Ziel des ausgeglichenen Haushalts bereits erreicht zu haben. Und unter den aktuellen Ereignissen ist es durchaus ein großer Ansporn und eine große Zukunftsaufgabe, dies weiterhin auch bewerkstelligen zu können. Wir wissen, dass wir mehr Ausgaben in den sozialen Bereichen damit auch zu bewältigen haben. Das ist uns bewusst, aber trotzdem muss das Haushaltsziel weiterhin einen ausgeglichenen Haushalt, Bundeshaushalt zu haben und nicht nur für 2016, sondern darüber hinaus, dass wir dies auch zustande bringen. Da sind wir aber sehr optimistisch bei aller Enge und der Enge der finanzpolitischen Spielräume, die vielleicht gegeben sind. Und ein drittes noch, die aktuelle Situation in der Landwirtschaft ist ja grundsätzlich zuerst die Grundlage für die hochwertigen Lebensmittel, die die Landwirte bei uns erzeugen. Die Erzeugerpreise sind derzeit stark im Keller, nicht nur bei der Milch, sondern auch bei den Fleischpreisen. Und deshalb ist es schon auch wichtig, hier nach Möglichkeiten zu suchen, wie wir vielleicht aktuell und kurzfristig auch die Bäuerinnen und Bauern, nämlich unter dem Gesichtspunkt einer bäuerlichen Landwirtschaft, auch eine entsprechende Unterstützung also geben zu können. Die Märkte sind sehr beeinflusst, auch von wichtigen und auch richtigen außenpolitischen Entscheidungen, Stichwort Russland,
aber auch der Situation vielleicht also in China, dass die Absätze und die Absatzmärkte so nicht mehr gegeben sind. Darunter leidet die Landwirtschaft und hier müssen wir meines Erachtens durchaus versuchen, Lösungen zu finden, damit die bäuerlichen Familienbetriebe auch weiterhin eine gute Existenz in Deutschland und in Bayern haben.